Bei einer ICL-Implantation, genau dieser Linse im Großformat, ist zu beachten das Aquaport. Durch das Aquaport fließt das Kammerwasser von Augenhinterkammer in die Augenvorderkammer ab. Wichtig ist zu beachten, wenn wir diese Linse eben implantieren, es kann sein, dass genau dieses Löchlein im Bereich der optischen Achse ist und das führt zumindest vorübergehend zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit. Sie können auch tagsüber, wie auch am Abend, gewisse Lichtreflexe wahrnehmen. Das ist völlig normal, aber durch die sogenannte Neuroadaptation verschwindet diese nach einigen Monaten. Das kann aber auch bis zu einem Jahr dauern. Wenn wir eine ICL implantieren, wir haben unterschiedliche Größen der ICL, der Phakenlinse, und diese wird optimal an Ihr Auge angepasst. Trotzdem kann es vorkommen, dass die ICL, die Phakenlinse, zu groß ist oder zu klein ist. Das werden wir bei den Nachkontrollen immer ganz genau messen mit entsprechender Technologie. Und in diesem Fall müsste man diese ICL austauschen, entweder durch ein größeres Modell oder durch ein kleineres Modell, damit eben diese anatomischen Abstände perfekt passen. Deswegen sind die Kontrollen nach dieser Operation extrem wichtig.